Playoff-Zeit in der virtuellen DEL 2. Playoff-Viertelfinale zwischen den Löwen Frankfurt und den Dresdner Eislöwen. Aktueller Serienstand 1:0. Aber die Löwen aus Frankfurt haben heute mit den Dresdnern eine Rechnung offen. Und sie werden energiegeladen und mit viel, viel Selbstvertrauen wahrscheinlich in diese Partie reingehen. Wir werfen einen Blick auf die Serienstände der aktuellen Playoffs. In der virtuellen DEL 2, da sehen wir die Löwen Frankfurt 0:1 gegen die Dresdner Eislöwen zurück. Kaufbeuren holt sich auch zu Hause den zweiten Sieg gegen die Kaslaskis. Freiburg-Ravensburg 1:1 und zuletzt auch die Tölzer Löwen zu Hause mit dem Erfolg gegen die Heilbronner Falken. Auch diese Serie 1:1. Entweder sehen wir heute den Ausgleich oder aber wir sehen heute das 2:0 der Dresdner. Das wäre auf jeden Fall ein richtiges Stück Arbeit, das die Eislöwen hier an den Tag legen wollen. Und ja, die Mannschaft um Matti Tiilikainen kommt relativ unverändert hierher nach Dresden. Lediglich auf der Torhüterposition Patrick Klein heute vor Jimmy Hertel. Ansonsten David Suvanto, Maximilian Faber, Markus Kankalpeda, Leon Hüttel, Marius Erk und Alex Roach, die Verteidiger unverändert und auch im Sturm. Robert Anta, Stephen McCauley, Adam Mitchell, Maximilian Eisenmenger, Martin Buchwieser und Eduard Lewandowski, Lukas Kuziol, Manuel Strodel, Mike Nischkowski, dann Darren Nischkowski, Luis Schinke und Magnus Eisenmenger. Auch hier lässt Matti Tiilikainen unverändert aufspielen. Und so will er Frankfurt zum Erfolg führen hier in Dresden. Die Eislöwen bleiben ebenfalls unverändert. Rico Rossi hat angekündigt, da nichts zu drehen. Der war mit der Leistung der Eislöwen in Frankfurt mehr als zufrieden. Rico Ilenius bombenmäßig gehalten, bleibt im Tor von Marco Eisenhut. Dann Alexander Dotzler, Steve Hanusch, Arne Ubleger, Kevin Lavallee, Sebastian Zauner und René Kraner in der Verteidigung. Und im Sturm Petr Pohl, der den Overtime und damit den Game-Winner erzielte in der Partie 1 in Frankfurt. Neben Nick Hurd und Jordan Knackstedt, Toni Ritter mit Mario Lamoureux und Dale Mitchell. In der dritten Reihe Tim Walter, Tom Knobloch und Thomas Pielmeier. Und dann in der vierten Reihe Niklas Jens, Steven Rupprich und Tim Heiter. So also die Aufstellung der beiden Mannschaften. Und ohne große Umschweife gehen wir rein in die zweite Partie zwischen den Dresdner Eislöwen und den Löwen Frankfurt. Und wir gehen rein in die Partie und damit herzlich willkommen aus der Energieverbund-Arena in Dresden, wo die Dresdner Eislöwen heute zum Playoff-Viertelfinale zum zweiten Mal den Rivalen aus Frankfurt empfangen. Patrick Klein wird heute zum ersten Mal zwischen den Pfosten stehen auf Frankfurter Seite und weiterhin setzt Trainer Rico Rossi auf Rico Ilenius, der in der ersten Partie wirklich bravourös gehalten hat. 35 Schüsse sah er während der Partie auf sich zufliegen. Nur zweimal musste er hinter sich fassen, nämlich die beiden Tore von Strodel und Mitchell, ehe dann Rupprich, Kramer und Petr Pohl mit seinem Treffer in Overtime für das siegreiche Ende in dieser Partie sorgten. Hier gibt es die erste Strafzeit. 1:15 gespielt. Und es ist Robert Anta, der Spieler mit der Nummer 71, der da die 2 Minuten bekommt. Wegen Hakens in Richtung Steve Hanusch. Und das bedeutet also erneut Überzahlspiel. Und das bedeutet erstmals in dieser Partie die Chance für die Eislöwen, hier in Führung zu gehen. Natürlich wieder Petr Pohl mit dem ersten Schuss, der allerdings geblockt wurde. Und es ist die 30. Begegnung der beiden Teams. 11-mal gewannen die Eislöwen, 18-mal gewannen die Löwen Frankfurt. Und die müssen jetzt erstmal gucken, dass die Scheibe hier immer wieder nach draußen geht. So wie über Maximilian Faber. Gutes Vorchecking der Frankfurter. Und Jordan Knackstedt, der testet erstmal den heute aufgestellten Patrick Klein. Zusammen mit Jimmy Hertel, der Duisburger, hüten sie das Tor der Frankfurter Löwen. Kam von den Krefeld Pinguinen. 5 Partien hat er letzte Saison gemacht. Und diese Saison 30 Mal in der regulären Spielzeit für die Löwen auf dem Eis gestanden. In der U16 der DEG ausgebildet. In der deutschen Nachwuchsliga, dann ebenfalls bei der DEG U18 und dann 2011-12 das erste Mal aufgelaufen. Damals noch für die Düsseldorf Metro Stars.
Und so hat er seinen Weg in der DEL bestritten, um heute mit Ginny Hertel Torhüter bei den Löwen Frankfurt zu sein. Walter. Und natürlich ist diese Mannschaft aus Frankfurt der absolute Favorit in diesen Playoffs. Sie haben ein hervorragendes letztes Drittel gespielt in der Hauptrunde. Markus Kankapera, noch jemand verpflichtet, der wirklich großartig in dieser Mannschaft reinpasst. 39 Jahre alt, genauso alt wie Eduard Lewandowski. Und das damit auch die ältesten beiden Spieler im Team der Löwen. Und Dresden bemüht sich hier natürlich, diese Partie wieder siegreich zu beenden. Rico Elenius, der ist hochkonzentriert, bekommt wieder den Vorzug vor Marco Eisenhut. Elenius an 15. Position vorne Tampa Bay Lightning gedraftet im Jahre 2006. Wieder Leon Hüttl, aber Elenius. Und die Torhüterposition ist genau diese Position, die in den Playoffs herausragen kann. Und aus 0-2 kann man mit einem starken Torhüter durchaus eine Partie noch drehen am Ende in Richtung 3-2. Das ist Kevin Lavallee, da ist Rupprecht, der hat den Spiel 1 schon getroffen, Arne Upleger. Dresden lässt die Scheibe gut laufen. 10 Minuten gespielt. Aber man spürt es in Frankfurt dann heute definitiv an. Sie wollen und sie müssen fast in dieser Partie etwas vorsichtiger sein als in Spiel 1. Man hat hinten doch die Türe zu weit offen gelassen in der ersten Partie dieses Playoff-Viertelfinals. Ambuli heute sehr, sehr stark. Jetzt allerdings die Dresdner wieder über Petr Pohl. 3-2 Situation und Patrick Klein muss da nachfassen, nachjustieren. Und immer wieder gefährlich, Petr Pohl von den Dresdner Eislöwen, der Deutsch-Tschechin Koprivnice geboren. Auch er den Draft durchlaufen von den Columbus Blue Jackets, Position 133, damals in 2004 den Draft durchlaufen. 9 Spiele in der American Hockey League absolviert. Mike Mitschkowski, Marius Erk, Koziol. Und das sind immer diese kleinen Zentimeter, die da fehlen. Und wieder Petr Pohl. Bekommt natürlich viel Eiszeit von Rico Rossi. Zauner, Tor! Führung für die Eislöwen. Und das hat er absolut abgezockt gemacht. Der Sebastian Zauner. Der Verteidiger, der die Scheibe da einfach mal von der Blauen in Richtung Patrick Klein bekommt. Und das lässt er sich nicht nehmen. Und der Treffer, der bringt die Eislöwen wieder in Führung. 1-0. Erster Playoff-Punkt für Sebastian Zauner. Hier zu sehen der Mann mit der Nummer 5. 13:39 gespielt. Petr Pohl bekommt den Assist. Und René Kramer. Und auf der anderen Seite wieder einmal mehr Riku. Elenius entschärft die Scheibe von Marius Erk. Also, das lässt sich doch sehen. Die Partie wieder umkämpft. Dresden wieder mit viel, viel Offensivpower. Können die Frankfurter hier wieder eiskalt im ersten Durchgang erwischen. David Suvanto. Aber noch ist hier nicht alle Tage Abend. Wir wissen es aus der ersten Partie. Frankfurt 2-0 Führung. Dresden kommt zurück. Und auch die Löwen Frankfurt hier durchaus in der Lage, diese Partie am Ende noch zugunsten zu drehen. Walter. Im Fight gegen McCauley holt sich den Puck. Nochmal nächste Gelegenheit. Und das sind wieder die Eislöwen, die hier zum zweiten Mal zuschlagen. 2-0, Tom Knobloch. Und auch der trägt sich damit zum ersten Mal in diesen Playoff-Viertelfinals auf dem Scoreboard ein.
in Hennigsdorf geboren, 21 Jahre jung, ausgebildet in Mannheim und Berlin. Und seit der Saison 2018-2019 erstmals als Profi aufgelaufen. Und in den Pre-Playoffs hat er in zwei Spielen einen Assist gemacht, Tom Knobloch. Und hier bringt er die Eislöwen mit 2:0 in Führung, noch vor der ersten Drittelpause. Noch da David Suvanto. Und die Riesenchance für Eisenmenger. Und das war Magnus Eisenmenger, der jüngere der beiden Brüder. 2000 geboren. Sein älterer Bruder Maximilian 1998 geboren. Wird also noch 22 in diesem Jahr. Maximilian Eisenmenger, nämlich am 21. August. So, Patrick Klein. Also auch zweimal musste er bereits hinter sich fassen. Und Dresden weiterhin mit unglaublich viel Offensivpower. Upleger, Mitchell. Nochmal auf Toni Ritter. Lavallee. Und die Scheibe glücklicherweise abgefälscht. Aber wir gehen trotz alledem mit 2:0 in die erste Drittelpause. Dresden macht hier zu Hause wirklich viel Druck. Und nach den kurzen Highlights und einer Halbzeitanalyse geht's weiter mit dem zweiten Abschnitt. Dresden gegen Frankfurt. Also die Löwen heute mit den Schüssen deutlich weniger, oder was heißt deutlich weniger, 9:7. Allerdings Dresden zweimal getroffen. Die Passquote bei den Löwen sehr, sehr hoch. Auch die Bulli-Quote eindeutig besser als die der Dresdner Eislöwen. Es spricht vieles dafür, dass die Löwen aus Frankfurt hier sich noch nicht abgeschrieben haben. Und wir haben noch 40 weitere Minuten zu spielen. Dementsprechend gehen wir rein in den Mittelabschnitt. Dresden mit 2:0 in Führung. Das gibt natürlich Selbstvertrauen. Und am Bullypunkt Mario Lamoureux gegen Stephen McCauley. Und wir gehen rein in den Mittelabschnitt. Dresden jetzt in den blauen Jerseys. Von links nach rechts. Wieder die Eislöwen. Von Beginn an offensiv geprägt. Steve Hanusch, Toni Ritter. Da ist Rope Ranta. Adam Mitchell hat das 2:0 erzielt. In der ersten Partie der Löwen gegen die Eislöwen. Und sie brauchen dieses Erfolgserlebnis. Sie müssen, wenn möglich, frühzeitig in dieser Partie den Anschlusstreffer machen. Wichtig jetzt auf jeden Fall, dass man hier nicht das 3:0 zulässt. Andernfalls wird das eine große Herausforderung. Und dann wird es tatsächlich schwer, hier nochmal zurückkommen. David Suvanto! Aber erneut Riku Helenius. Und der Finne aus Pekene, der hält wirklich absolut hervorragend. SM-Liga-Champion 2011-2012 in der finnischen Liga mit Jip. Da wurde er ausgezeichnet als bester Torhüter. Und auch der Torhüter mit dem geringsten Gegentorschnitt. 1,64. Und die Fangquote 94,7%. Jetzt Powerplay Frankfurt. Wegen Beinstellens 2 Minuten gegen die Dresdner Eislöwen und es trifft den Spieler mit der Nummer 17, Toni Ritter aus Bad Muskau, der jetzt die Eislöwen erstmal dezimiert und das bedeutet Frankfurt jetzt also mit der großen Gelegenheit wieder in dieses Spiel reinzufinden. Mitchell, Schinke und Eisenmenger auf dem Eis. Arne Hubleger bekommt die Scheibe dann nicht weg, gut nachgesetzt. David Suvanto, wieder er der Mitchell. Scheibe läuft gut, Aufstellung ist weitestgehend gefunden. Jetzt die Lücke im Spiel der Eislöwen suchen. Das ist die Aufgabe der Frankfurter. Buchwieser. Versuchen da die Mannschaft auseinanderzuziehen. Upleger, jetzt ist sie raus, die Scheibe. Und das sind wertvolle Sekunden auf der Uhr. Sekunden, dann die Eislöwen wieder komplett unter Außenpfosten. Der Schuss von Eisenmenger. Und es wirkt fast ein wenig so, als hätte man aktuell das Pech am Schläger kleben. Dresden wieder komplett. Zauner. Jordan Knackstedt
Topscorer bei den Eislöwen. Kevin Lavallee. Auch der Schuss mit viel Gewalt in Richtung Patrick Klein. Nochmal Lavallee. Da ist Knackstedt. Gut dazwischen gegangen. Scheibe bleibt trotzdem bei den Eislöwen. Dotzler. Lamoureux. Frankfurt ein Schritt zu langsam. Dresden macht das hier sehr gut mit der Scheibe. John Knackstedt. Wieder knapp am Tor von Patrick Klein vorbei. Und Frankfurt jetzt wieder mit dem Fehler. Hanusch. Nächste Gelegenheit und Tor. 3:0. Und das ist nicht zu fassen. Niklas Jentsch mit dem 3:0 für die Eislöwen. Was ist los mit den Frankfurtern? Erst seine zweite Profisaison. Niklas Jentsch, 20 Jahre jung. Am 1. Juli wird er 21. Diese Saison noch in der Oberliga 2 Partien für die Black Dragons Erfurt gespielt. 48 Mal in der regulären Saison für die Eislöwen aufs Eis gegangen. Und hier ganz wichtiger Treffer zum 3:0. Und Frankfurt muss definitiv mehr in die Offensive tun. Strafzeit wird es geben. Und das nimmt noch einmal 2 Minuten von der Uhr. Und ich glaube, Koziol war es, der da die 2 Minuten nimmt. So, genau so ist es. Lukas Koziol. Also die nächsten 2 Minuten nicht für Frankfurt auf dem Eis. Und der ärgert sich natürlich. Auch er bereits mit 64 DEL-Spielen auf der Uhr. In der Schüler-Bundesliga 86 Partien beschritten. 121 Punkte gemacht. Und Patrick Klein. Scheibe nach draußen, ganz wichtig. 6 Partien sogar in der Champions Hockey League damals mit den Krefeld Pinguin absolviert. Und das ist aber die Riesengelegenheit für die Eislöwen. Dresden entfesselt. Lamoureux. Zurückgelegt auf Nick Hurd. Scheibe bleibt drin, nicht rausgekriegt. Von Schinko, da ist wieder Toni Ritter. Und Petr Pohl, der wartet, der lauert. Und er versucht, Patrick Klein da auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber auch dieser Schuss bleibt in der Fanghand des Frankfurter Keepers. 26 Sekunden, 3:0 Dresden. Das ist schon richtig bitter für den Tabellenersten der Hauptrunde. Aber das sind Playoffs. Wir haben es in den Pre-Playoffs schon gesehen. Die beiden eigentlich schlechter platzierten Mannschaften haben sich durchgesetzt. Dresden auf der 10, Kaufbeuren auf der 9. Bietigheim und Bad Nauheim 8. und 7. platziert. Am Ende rausgekegelt mit 2 Siegen. Und damit die Best-of-3-Serie glücklich beendet. 5:15 noch auf der Uhr. Nochmal Frankfurt. Eisenmenger. Auch da schon wieder im Ansatz. Nicht gut gelöst. Koziol. Kankampeda. Kriegt er die Scheibe vielleicht jetzt mal gut nach drin. Strodel. Wieder Lukas Koziol. Kankampeda. Bleibt hängen. Mitchell. Das ist zu eigensinnig von Kankampeda. Und sie brauchen zu viele Versuche. Die Frankfurter. Oben hier überhaupt in gefährliche Nähe zu Rico Elinus zu kommen. Schwieriges Spiel hier in Dresden in der Energieverbund Arena. Die Eislöwen, 5. beste Heimmannschaft in dieser Saison. 26 Partien holte man 50 Punkte. Und es waren wichtige 50 Punkte zu Hause, die man da geholt hat. Roach, kein Abseits. Eisenmenger. Buchwieser, nochmal Koziol, bleibt wieder hängen. Und Frankfurt eigentlich auch die 4. beste Auswärtsmannschaft. 33 Punkte holte man nur Kassel, Ravensburg und die Tölzer Löwen besser. Aber hier sieht es auch in diesem 2. Spiel nicht gut aus. 0:3 aus Sicht der Frankfurter nach 40 Minuten. Und das bedeutet also 20 noch verbleiben. Und man muss dieser Mannschaft aus Dresden hier irgendwie Herr werden. Man muss die Stirn bieten
Und wenn mal eine Gelegenheit kommt, dann ist Rico Elinus da. Aber ein Drittel ist noch übrig. Dresden 3, Frankfurt 0. Und das spiegelt sich auch in den Schussversuchen wieder. 14 zu 9, also nicht wirklich viel Offensivkraft bei den Frankfurtern. Auch wenn man von den Checks her deutlich oben auf ist, die Offensivzeit jetzt auf Seiten der Dresdner Eislöwen. Auch die Bulli-Statistik, die hat sich so ein wenig angeglichen. 10-8, kein Powerplay-Tor bislang in dieser Partie. Und ich würde sagen, wir gehen rein in den Schlussabschnitt, der möglicherweise den Dresdner Eislöwen das 2 zu 0 in dieser Serie beschert, wenn die Löwen Frankfurt hier nicht noch einmal das Comeback feiern. Rein in den Schlussabschnitt. Dresden von rechts nach links. Roberanta jetzt mit Adam Mitchell. Da vorne ganz alleine auf weiter Flur, aber wieder einmal Riku Helinius. Lamoureux gegen McCauley. Bulli gewinnt Frankfurt. Suvanto, Mitchell. Die Scheibe da hinter das Tor auf Roperanta. Unterstützung kommt. Gelegenheit ist da. Und dieses Mal war es der Capitano selber, der Mann mit der 47. Adam Mitchell. Zu Hause hat er getroffen in Spiel 1. Hier bislang scheitert man erneut. Enrico Elinus. Aber der Druck, der lastet jetzt auf den Dresdner Eislöwen. Mitchell in die andere Richtung. Mit 3 zu 0, das ist schon eine komfortable Führung. Und dennoch darf man diese Frankfurter Mannschaft hier zu keinem Zeitpunkt unterschätzen. Wieder Mitchell und wieder einmal mehr Riku Helenius. Der wächst absolut über sich hinaus. Der Eislöwen-Keeper. Faber. Frankfurt lässt nicht locker und das wird belohnt. Keine 4 Minuten im Schlussabschnitt gespielt. Und endlich Maximilian Eisenmenger. Wie wichtig war dieser Treffer für die Gäste? Endlich kann er sich hier beweisen. Zweiter Punkt für ihn in diesem Viertelfinale. 2 zu 0 hat er vorbereitet, zusammen mit Luis Schinko. Und da lässt er nicht locker. Helenius im ersten Schuss nochmal dran. Und er schaltet aber richtig schnell Maximilian Eisenmenger. Und jetzt Frankfurt in den ersten 4 Minuten ohnehin. Richtig stark aufgespielt. Und sie machen weiter. Maximilian Faber, David Suvanto. Auf Buchwieser. Rechts geht Lewandowski. Scheibe hinterm Tor auf Faber. Frankfurt baut den Druck auf für die nächste Gelegenheit. Hört. Dresden muss sich entlasten. Scheibe nach vorne. Aus der eigenen Zone raus. Petr Pohl, Stefanusz. Wieder Pohl. Auch die Scheibe war nicht ungefährlich. Lewandowski. Aber Frankfurt spürt. Jetzt noch ein Treffer. Und man ist wieder dran. Buchwieser. Und wieder Riku Helenius mit der kleinen Unsicherheit. Das ist natürlich jetzt eine ganz große Belastungsprobe für den Dresdner Keeper, dem man die ersten beiden Drittel wirklich spielführend war. Jordan Knackstedt, Kontermöglichkeit. Frankfurt hinten offen, Hüttl im letzten Augenblick noch dazwischen. Und so habe ich mir die Playoffs gewünscht. Spannung pur. Und die Mannschaften, sie geben nicht auf. Und auch heute, Dresden kann von Glück sprechen, dass man mit Riku Helenius einen Keeper hat, der immer wieder diese gefährlichen Scheiben entschärft. Hier gerade nochmal den Check von Eduard Lewandowski gesehen. Und wieder Dresden über Walter. Etwas mehr als 10,5 Minuten verbleiben im Schlussabschnitt. Schussgelegenheit Patrick Klein. Auch der gibt ab. Hüttl. Spiel muss man jetzt schnell machen. Mike Michowski. Dresden versuchen auszukontern. Frankfurt muss sich defensiv dann öffnen. Michowski. Und wieder Walter. Timo Walter mit der Scheibe in Angriffsdrittel. Arne Hubliger
Und die Direktabnahme vom Dresdner Stürmer Pielmeier, Lavallee. Und je länger man natürlich in der Offensive ist, umso weniger hat man zu befürchten, dass man sich da hinten noch einen zweiten Gegentreffer einfängt. Taktisch sehr, sehr klug. Kurziol verliert die Scheibe an Knobloch. Jetzt die Gelegenheit, aber Patrick Klein. Diesmal behält er die Scheibe, da war Knobloch nah rangerückt. Aber Frankfurt ist wirklich nah dran. Dritte Drittel bislang auf Seiten der Gäste. Marius Erk, Roperanta, der Knipser, wir haben es gesehen beim Winter Game, als er Felix Pick richtig frech hat aussteigen lassen. Zauner, Strafzeit gegen Frankfurt und das spielt Dresden hier absolut in die Partie rein. Und wieder ist es Roperanta, aber da ist der schmale Grat eben ganz, ganz gering. Man muss natürlich mehr Stockarbeit leisten, mehr körperliche Präsenz zeigen, wenn man die Scheibe erobern will. Aber da läuft man eben auch Gefahr, den Spieler auch unabsichtlich zu faulen. Und dementsprechend 2 Minuten jetzt für die Eislöwen. Kontermöglichkeit Luis Schinko. Und man geht natürlich volles Risiko, auch in Unterzahl Schinko. Petr Pohl, Nick Hurd. 4:35 auf der Uhr. Dresden auf dem Weg zum 2:0 in dieser Serie. Und das wäre ein Riesenerfolg. Nach dem Auswärtssieg in Spiel 1 in Frankfurt. Wieder eine Partie, die man zu Hause gewinnt. Und man könnte den Druck auf die Löwen extrem erhöhen. Denn in Spiel 3 in eigener Halle müsste Frankfurt zwingend gewinnen. Andernfalls steht es 3:0 in der Serie und dann hätte man riesengroßen Druck. 35 Sekunden, Roperanta wieder zurück und dann beginnt die Crunch-Time. Toni Ritter und Patrick Klein. Hat sich jetzt gefangen, nachdem er nicht gut aussah im ersten Durchgang, die 2 Gegentore kassiert hat. Jetzt also sicherer Rückhalt. Und 3,5 Minuten noch. Petr Pohl. Kann er da nochmal einen rausschicken? Petr Pohl! Aber Patrick Klein zur Stelle. Gutes Stellungsspiel. Frankfurts Roperanta wieder auf dem Eis. Und es laufen die letzten 3 Minuten. Wieder Pohl. Der legt ab auf John Knackstedt. Mischkowski. Die letzten beiden Spielminuten im Schlussabschnitt. Frankfurt braucht 2 Treffer, um zumindest diese Partie in die Verlängerung zu schicken. 60 Sekunden. Es sieht alles nach einem Sieg der Eislöwen aus. Lewandowski. Wann geht Patrick Klein? Jetzt geht er raus. Frankfurt mit 6 Feldspielern. Lewandowski. Aber spitzer Winkel da. Kein Problem für Rico Elenius. Jordan Knackstedt auf Nick Hurd. Und der verpasst. David Suvanto. Adam Mitchell. Oh, Stockfehler von McCauley. Und die Zeit, sie läuft ihnen davon. Klasse Schuss von Roperanta. Aber das wird am Ende nichts mehr werden. Selbst wenn man hier nochmal rankommt auf 2:3. Es ist eigentlich faktisch unmöglich in den letzten 17 Sekunden. Und nochmal die Strafzeit. Frust, der da jetzt auch mit dabei ist. Aber am Ende ist es völlig egal. Es trifft heute zum 3. Mal Roperanta. Der da den Dresdner Gegenspieler wieder hart angeht. Und das wird das 2:0 in der Serie. Dresden zeigt sich kämpferisch. Eiserner Wille, den man an den Tag legt. Und man besiegt mit Disziplin, Fleiß, viel Aufarbeit und auch gut platzierten Schüssen am Ende eine Frankfurter Mannschaft, die heute wieder nicht 100% hier auf dem Eis war. Nichtsdestotrotz, es hat richtig viel Spaß gemacht zu kommentieren und ich hoffe, Sie zu Hause hatten genauso viel Spaß bei dieser Partie. Noch ist nichts vorbei. Dresden führt also 2:0 in dieser Playoff-Viertelfinalserie. Aber Frankfurt hat schon in Spiel 3 wieder zu Hause die Gelegenheit, diese Serie wieder zu verkürzen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
euer Bloody Happy.